Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unforgiving. Und dieser Generator ist ganz schön laut. Und ja, bevor ich jetzt hier über diese Brücke latsche, was steht denn da? Sag mir das mal. Kleine von Freya, ich wollte es gerade sagen, denn da waren wir noch nicht. Das ist mir dann nach der Aufnahme beim Gegenschauen aufgefallen und da müssen wir noch hin. Und oh Gott, ein Spielplatz. Okay. Oh, da ist doch was langgelaufen. Hä? Ich hab doch jetzt hier komische Geräusche gehört. Ich habe mir übrigens vorgenommen, ein wenig mutiger zu sein. Ich habe beim Gegenhören irgendwie so den Eindruck gehabt, ich war so weinerlich. Übrigens habe ich den Gammaton wieder ein wenig runtergestellt. Und was immer hier gerade ordentlich Geräusche gemacht hat, ist jetzt weg und verschwunden. Hier sind ein paar Schaukeln. Das sieht irgendwie aus wie so eine Art Ferienlager. Und hier ein paar Kerzchen. Damit es auch schön romantisch aussieht, wa? Ja. Die kamen in der Nacht. Baum denn? Ah, da ist der Baum. Baum denn? Haben die Kinder. Ja, ich fühle mich auch heute irgendwie besser zum Aufnehmen. Nicht ganz so ängstlich. Was steht denn da auf dem Schild? Mama. Ja, Mutter. Das ist nicht so abwegig. Und bevor wir da reingehen, machen wir unser Streichhölzchen an, damit wir überhaupt was sehen. Und ups. Tja, hier sieht es doch ganz freundlich aus und wir durchsuchen wieder mal alles, am besten von unten nach oben. Ja, so ungefähr, wenn das denn mal funktionieren würde. Und hier ist ein Zimtbrötchenrezept. Cool. Kann man machen. So, was haben wir denn da? Da ist wieder ein ekelhafter Topf mit Inhalt. Ich schaue aber trotzdem mal rein, weil es könnte ja irgendwie was drin liegen. Und was ist das? Ein Jojo. Also die Schnur fehlt, aber es sieht aus wie ein Jojo. Und hier ist sonst nichts weiter drin. Und unser schönes Streichholz neigt sich jetzt auch bald wieder dem Ende zu. So, wie viele Hütten haben wir denn hier? Ah, nur zwei. Ich lasse das jetzt mal eben ausbrennen, bevor wir jetzt da drinnen hocken. Und ja. Genau. Bevor wir nämlich jetzt reingehen und schwuppsdiwupps geht uns das Licht aus und dann werde ich wieder so ängstlich. Wie gesagt, ich habe übrigens den Gamma-Wert ein wenig runtergestellt, weil ich den Eindruck hatte, der hohe Gamma-Wert hat ekelhafte Oh Gott, das sind nur Ratten. Nichts Schreckliches, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass dieser Gamma-Wert so ganz ekelhafte Schlieren geworfen hat. Er kommt nachts. Ja, klingt nicht sonderlich nett und Mama weint. Was ist passiert? Und ich höre Kindergeschrei und Getrappel und hier ist ein riesengroßer Eintopf. Bäh. Was anderes kann man dazu nicht mehr sagen. Ja klar, und da rollt ein Ball von links nach rechts. Aber das erschreckt mich jetzt tatsächlich eh nicht so. Hymnen und Balladen, das kennen wir. Da steht nichts. Da oben ist auch nichts. Hier auch nichts. Und da springt auch nichts aus dem Kamin und aus der Kiste. Da ist eine schön geschnitzte Figur. Und ein Blatt. Mama glaubt mir nicht. Aber ich habe ihn gesehen. Okay, irgendein böses Monster kam wohl, um die Kinder zu holen. Da ist ein Mannequin, ein Püppchen. Und hier sehen wir wieder nichts ohne ein wenig Licht. Ich bin heute tatsächlich mutiger als jetzt. Haben wir auch. Ich bin übrigens heute tatsächlich aus welchen Gründen auch immer ein wenig mutiger und resistenter als die letzten Tage. Und hinter der Tür ist auch nichts versteckt. Und ich würde sagen, oh, das sieht aus wie so eine Art Heim. Und deswegen hier auch mehrere
Jacken aufhängen, Dinger, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Da hinten sind ein paar Klosetts. Oh, wir schauen uns alles an. Und hier ist noch eine Zeichnung von einer sehr bösen Frau. Also ich gehe mal davon aus, dass das eindeutig eine Frau sein soll. Also irgendein böses weibliches Wesen hat ihr seinen Unfug getrieben und dann kam auch noch irgendein böser Mann und ja, die Toiletten sind definitiv kein Augenschmaus. Habe ich denn hier noch etwas, was ich mir anschauen sollte? Ich habe übrigens jetzt den ganzen Tag, ich wusste, ich muss eine neue Folge aufnehmen und hatte den ganzen Tag keine Lust und schon wird es spät abends und dunkel. Kam dann auch die Lust, eine neue Folge an Forgiving anzuschmeißen. Ja, und da bin ich nun und ich kann mir gut vorstellen, dass ich das innerhalb von ein paar Tagen wieder bereuen werde. Und da ist die Zugbrücke. So, und dann haben wir uns jetzt erstmal hier alles angeschaut tatsächlich. Ich weiß gar nicht, waren wir in der Hütte überhaupt drin? Oder bin ich jetzt einfach schnell dran vorbeigelaufen? Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Muss ich nochmal nachschauen? Nein, hier waren wir nicht drin, Leute. Ich wollte gerade sagen, daran könnte ich mich erinnern, an eine Ansammlung ganz komischer Bilder. Vorsicht, dass es nicht blendet. Also der das gezeichnet hat, der hat auch irgendwie massiv Probleme. Was haben wir denn da? Versteckte Welten 1. Es gibt Spekulationen darüber, ob es andere Welten und Dimensionen gibt oder nicht. Welten, wo die Regeln unserer Welt nicht gelten, wo die Realität dünn über Zweige von Yggdrasil verteilt ist. Yggdrasil, diese Legende von diesem Weltenbaum kenne ich übrigens auch. Und böse Märchen. Helge Saalbergs Märchenansammlung. Der Böse über Schwedens schlimmste Kreaturen. Und was höre ich da im Hintergrund schmatzen? Habe ich gerade Streichholz weggeworfen? Also nicht mit Absicht. Hier haben wir ein wenig Kreide. Und ein Zeitungsartikel, Artikel. Tote Kühe im Stift gefunden. Wahrscheinlich in der Jugendherberge. Svensson fand die ganze Herde leblos. Und das sind, glaube ich, die Bäume. Und irgendjemand feilt hier gerade, ich weiß auch nicht, schnitzt oder feilt. Und hier dahinter komme ich nicht. Ist was hinter der Tür versteckt. Ich schaue jetzt mal ein wenig genauer und versuche, mir nicht so sehr ins Höschen zu machen. Aber irgendwie geht das heute sehr, sehr gut. Und wir haben rote Pilze hier. Und gehen mal über die Zugbrücke. Und ich bin gespannt, was uns dann erwartet. Und wie lange das dauert, bis ich mir schon die nächste Pause wünsche, das kann auch bald der Fall sein. Vor allen Dingen habe ich tatsächlich immer noch Angst vor diesen Bergen, die eigentlich Augen sind und ich höre jemanden singen. Sehe ich diese Dame denn bald? Aha. Da drin müsste sie sein und wir schauen mal, wo wir durchkommen. Ich wollte gerade sagen, es wird gerade sehr, sehr laut. Und ich muss mal kurz über was überprüfen. Ja. Ich wollte nur schauen, ob ich überhaupt aufnehme, weil das ist dann wirklich etwas, was sehr, sehr schade ist. Ah, da ein Baum. Und da hinten, ja, danke für die Info, das ist alles ein böser Traum, für mich nicht. Ich gehe jetzt mal erstmal da vorne hin, zu dem weißen Licht, weil ich den Eindruck habe, dass wir uns das einfach mal anschauen sollten. Scheinwerfer, ey, nichts Schlimmes. Es blendet nur ein wenig, das ist die Lampe.
Jo. Soll ich denn überhaupt hier lang gehen oder verlaufe ich mich dann gleich wieder heillos? Das kann nämlich auch sein. Aber diese Lampe sorgt natürlich dafür, dass ich jetzt erstmal neugierig werde. Wir folgen mal dem Weg weiter, würde ich sagen. Da soll ich doch da langlaufen. Boah, jetzt wünschte ich mir tatsächlich eine Karte. Ach komm, wir laufen da jetzt mal lang. Das Licht hat mich hierher gelockt und jetzt laufen wir da mal lang. Ich bin einfach zu neugierig, was hier sein könnte. Okay, da ist der Fluss. Ich hab's mir fast gedacht, eine natürliche Grenze wird hier schon auf uns warten. Da ist der Hellberg, zu dem wir rüber müssen. Beziehungsweise rüber sollen angeblich. Hat uns ja die nette Stimme am Telefon verraten. Aber wie das so ist bei Telefonaten und Horrorspielen, ich traue dem nicht so ganz. Meistens passiert ja nichts Schlimmes, aber ich denke mir dann jedes Mal, dass die Leute mal gerade zufällig wissen, dass da jemand an diesem Telefon steht, um abnehmen zu können. Das ist irgendwie für mich ein wenig unplausibel. Du hörst da schon wieder im Gebüsch rattern. Und irgendwie, ich weiß nicht, also ob sie jetzt so stampft, aber ich habe immer den Eindruck, ich höre neben meinen eigenen Fußspuren noch andere Fußspuren. Und hier ist eine weitere Hütte zum Durchsuchen, beziehungsweise eigentlich eher nur, um dran vorbeizugehen, weil die Hütte steht ein wenig unter Wasser. Ich mache mir aber jetzt nochmal zusätzlich ein wenig Licht. Ach, das ist nur die Spiegelung. Ganz vorsichtig. Gehen wir hier entlang. Es kann nichts passieren, solange ich mein Streichholz bei mir habe. Ich schaue die Hilfe. Die Hände. Wenn es lädt, dann komm dann für uns alle. Ob das die Dorfbewohner sind, die ja alle abgeschlachtet wurden und dann später zu... Ich gehe da noch nicht hin. Ich schaue mir erstmal da vorne die Tafel an. Ich glaube, das sieht mir nach einer Tafel aus. Oder wenigstens eine kleine Hütte. Das sieht da in der Ferne nach einer Riesenhütte aus. Und ich schaue mich jetzt erstmal hier um. Kann das sein, dass das die ganzen Dorfbewohner sind? Ich finde die Bäume tatsächlich echt cool gemacht. Also, ich finde generell auch die Stimmung von dem Spiel super, super cool. So, was steht denn da? Odens Walder, Odens gewählt. Und hier, Torvald kann dem Rahmen mit dem versteckten Lied nicht finden. Rune. Torvald Jung, das ist doch der, der die ganzen Bücher geschrieben hat. Die Norns. Durch die Wurzeln des Baumes leben sie, die drei, die die Fäden des Lebens spinnen. Manche nennen sie Hexen, während andere behaupten, sie seien schöne Jungfrauen von den Riesen. Sie, die alle unsere Schicksale mächtig weben. Ja, die Übersetzung mal wieder. Wo sind wir denn gerade? Es ist kein X auf der Karte, das ist blöd. Hier ist, was steht da? Kann ich das nicht lesen? Hallo? Aber wir müssten jetzt hier sein und hier müssten wir rübergehen und da dieser Notenschlüssel bzw. diese kleine Note, Notenschlüssel ist was anderes, ich wollte es mir gerade anschauen, sagt es ja bereits, da könnten wir die Harfe finden, deswegen war es gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt erstmal hier entlang gelaufen bin und ich gehe mal davon aus, in den Töpfen ist immer nur das gleiche drin. Alter, verfaulter Eintopf, den keiner mehr essen mag. Verständlicherweise ist ja auch nicht mehr viel übrig. Und was haben wir hier? Ein weiteres Zimmer und mich nervt es gerade, dass ich die ganzen Streichhölzer dafür verbraten muss, um mich hier umzusehen. Ein Buch, ja, das kennen wir, aber den Zeitungsartikel kennen wir noch nicht. Ruth Alquist wurde tot gefunden. Der Körper wurde mit Kratzspuren im Gesicht gefunden, besonders um die Augen herum.
die heiligen Pflichten, das Büchlein Heldentaten und Erfolge von Grimnir, wieder eine Schnitzerei, Heilpflanzen und Tinkturen und Runenschrift. Aber die Runenschrift, das sieht so aus, als könnten wir das gebrauchen. Wir haben unsere Vorfahren... Ach so, das habe ich schon vorgelesen. Und da ist wieder... Ich vermute mal, das ist Freya. So. Mit fast leerem Streichholz gehen wir hier in den nächsten Raum. Auch wieder ein unaufgeräumtes... Ah! Es lohnt sich doch, in den Kamin zu schauen. Yes! Ah, ja. Hier macht offensichtlich keiner die Betten. Und was haben wir da? Ich könnte was davon gebrauchen. Ich bin vor nicht allzu langer Zeit ein wenig schwer gestürzt. Und hier haben wir eine weitere Marke. Einen weiteren Sammelzettel. So, dann wieder raus aus der Hütte und ab in die nächste. Hier stand jetzt nichts. Da können wir nicht rein. Was? Wir können mal in eine Hütte nicht rein. Und wie sieht's mit der Hütte hier aus? Da können wir auch nicht rein. Hö. Tja. Wo wir nicht rein können, können wir nichts erkunden. Und ich, weiß nicht, ob... Ah, erschreck dich doch nicht so, Mädchen. Wieder eine schwedische Flagge und ein... Der pixeliger Berg, das kann ich noch trotz der Lichteinstellung erkennen. Und wir gehen mal dorthin, wo das Spiel uns jetzt die ganze Zeit erwartet. Ich lasse mir ein wenig Zeit. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht so die schnellste Spielerin bin. Auf der anderen Seite bin ich halt einfach zu neugierig. Ich habe Angst, was zu verpassen und gehe dann gerne mal abseits der Wege, was jetzt auch nicht immer optimal ist. Und wir... laufen mal über die Brücke. Ob unser Bruder jetzt auch ein Baum wird? Ist doch eine berechtigte Frage. Kunde der Händler, wie Jude alt, alt, und verstörte der Hans Wehl. Okay, irgendjemand hat hier wohl die riesengroße Katastrophe ausgelöst. Und da steht Halle der Harfe, wo das eher wie eine Scheune aussieht als eine Halle. Und ich mache natürlich erstmal wieder mein Streichhölzli an und gehe dann mutigen Schrittes durch die Tür. Oh, okay, also von außen sieht es sehr heruntergekommen aus, aber hier drinnen sieht es echt super aus. Der Schlüssel, die Harfe ist von Yggdrasil selbst geformt worden, mit magischem Gold eingelassen und mit heiligen Runen verziert. Die Zwerge gaben die Harfe an Freya. Sie nahmen Strähnen ihres goldenen Haares als Saiten, sodass die Magie durch das machtvolle Instrument fließen konnte. Okay. Streichhölzer, her mit dir. Nur eins? War das nur ein Streichholz? Opferrituale der Antike. Da haben wir wieder... diesen seltsamen Nasenring. Also wenn sich jemand mit ja, nordischer Mythologie besonders auskennt und weiß, was das ist, ich hätte gerne eine Antwort, muss ich sagen. Ich bin sehr wissbegierig. Hier in der Truhe ist nichts drin. Eine Schande, da ist auch nichts drin. Wäre jetzt schön, wenn wir die Harfe extra sofort am Anfang finden würden und dann könnten wir sagen, okay, wir gehen wieder. Heute habe ich mich vor dem bösen Mann versteckt, ja. Ja, das kennen wir auch. Heilpflanzen und der Tinkturen. Oh, hier war gerade ein Grafikfehler. Hier im Dunkeln ist nichts. Da ist noch eine Türe, durch die gehen wir auch gleich. Eine Uhr, die offensichtlich nicht mehr geht. Und sehe ich jetzt irgendetwas nicht? Hm. Hier geht's nach oben. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal durch die offene Tür und schauen uns erstmal bei den Bücherregalen um. Selbstverständlich ist hier noch was. Nein. Ich versuche ein wenig Streichhölzer zu sparen, falls es euch auffällt. Und wir gehen jetzt erstmal hier rein. Wo bin ich denn jetzt gerade drüber gelaufen? Okay, jetzt mache ich doch ein Streichholz an. Ich bin zu neugierig. Es sah jetzt gerade so aus, als hätten wir nur noch ganz wenige. Wer haben wir denn noch?
Ah ja, okay, das geht ja noch. Ein Gemüseschäler oder sowas? Nichts drin. Wieder ein Buch. Der Führer in der Dunkelheit. Der Geist, der die Wanderer im Dunkeln führt. Kiktgubbe kann sowohl gute als auch böse Absichten haben. Sie können Wanderer aus dem Dunkeln führen, aber auch in einen frühen Tod. Ja, sind das die Lichter gewesen, diese Irrlichter? Reichhölzer, komm her zu mir. So. Perfekt. Das nenne ich einen guten Start ins neuen Spieltag. Johan Larsson, kann ich das irgendwie öffnen? Nein. Ruth Alquist und hier nochmal Ruth Alquist. Die hat hier wirklich sehr oft geschrieben, beziehungsweise vielleicht hat die hier gewohnt und sehr viel Post bekommen. 1948 steht auf dem Stuhl. Ich gehe mal davon aus, es ist eine Jahreszahl. Und ich sollte vielleicht mal auf den Rückband schauen, wie viele Kapitel das sind. Die Macht der Runen. Odin opferte sich selbst und litt für das Wissen der Runen. Die machtvollen Symbole, mit denen Menschen die Realität verändern können. Angenommen, dass die Steine und mächtigen Orte, die die Kräfte bündeln, gefunden werden können. Habe ich doch ein wenig seltsam vorgelesen. Es ist ja auch schon ein wenig spät. So, wo gehen wir denn zuerst lang? Ich glaube, wir erkunden erstmal das Erdgeschoss und deswegen gehen wir jetzt mal hier durch die Tür. Ups. Oha, ein Altar. Ist da was drin? Ja, eine Sammelkarte. 8 von 18. Ich muss jetzt irgendwie an, wie hieß es noch gleich, an Daylight denken. Eva, ich vermisse dich. In Daylight hat man mit jeder Karte, die man gefunden hat, oder ich weiß nicht, was das war, einen immer größeren Wahnsinn heraufbeschworen. Je weiter hoch komme ich nicht. Die heiligen Pflichten, ja. Das Buch scheint hier voll der Renner zu sein. Verkaufszahlen müssen außerordentlich sein. Und das war immer das Schlimme, wenn man wusste, okay, man muss jetzt weitergehen und man muss eine weitere Karte finden. Aber der Wahnsinn stieg immer weiter an und die paranormalen Aktivitäten nahmen zu. Und mir ist es hier wieder ein bisschen zu dunkel, okay. So, ein wenig Licht. Das ist doch schön. Dann eine Bücherei. Hier haben wir wieder was zum Durchsuchen. Zack, zack. Streichhölzer. Hier diesmal nur 2 Stück. Solche Geizhälse. Ja, das kennen wir. Das kennen wir auch. Und mein Gott, was ein Kassenschlager. Hier ist noch eine Tür. Aber ich suche jetzt erstmal hier alles durch. Ich will hier nichts übersehen. Und dann stehe ich da, streichholzlos. Und hier dürfte auch nichts sein. Okay, diese beiden Gänge sind komplett parallel. Und wir gehen jetzt hier durch die Tür. Das sieht irgendwie voll gruselig aus, als wäre hier jemand durchgedreht mit diesen offenen Schubladen. Ja, das Licht ist wieder aus und die Geschirrspülmaschine surrt im Hintergrund. Ich hoffe, ihr hört das gar nicht. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich mache jetzt erstmal für die Folge Schluss und sage bis zur nächsten Folge. Ciao!